Hallo zusammen, ich begrüße euch zur heutigen Veranstaltung des Netzwerks Selbstorganisation. Heute zum Thema Erfolgsfaktoren in Selbstorganisationen. Das wird uns von Katrin Muff und Urs Witschi präsentiert heute. Ja, guten Tag miteinander. Mein Name ist Katrin Muff und mein Kollege Urs Witschi, ist auch hier. Wir freuen uns sehr. Mit euch die folgenden 1,5 Stunden zu verbringen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Vor allem haben wir auch viel Zeit für eure Fragen. Ihr seht hier kurz die Agenda. Wir beginnen jetzt kurz mit Übersicht und Ziel, stellen uns kurz vor. Danach gibt es kurz einen Input von 2 Sachen. Ich werde kurz über die Vor- und Nachteile der Selbstorganisation und der Hierarchie reden. Urs wird die beidhändige Organisation vorstellen. Danach haben wir Zeit für Reflexionen, Fragen, Vertiefungen, was liegt euch auf dem Herzen und so weiter. Das ist also die erste Phase. Und in der zweiten Phase würden wir nochmal die 10 Erfolgsfaktoren für die Selbstorganisation in der Übersicht mit konkreten Beispielen erläutern. Wir haben 20 Minuten dafür eingeplant. Danach wieder eine Vertiefung von euch. 20 Minuten in Dreiergruppen und 10 Minuten im Plenum ist so der Plan mit wie weiteren Empfehlungen am Schluss. Das Ganze ist gut geplant und dynamisch wird es angepasst auf die Realität, mit wie vielen Fragen ihr hier kommt. Also bitte in den Chat schreiben, wir werden ihn lesen, wir sind jetzt 2. Ich stelle mich kurz vor, dann stellt Urs sich kurz vor und dann geht's los. Wir haben den Chat im Auge, falls ihr konkrete Fragen noch habt. Bisschen was zu mir aus der Perspektive Selbstorganisation. Also ich habe 10 Jahre in der Hierarchie gearbeitet, zuerst bei Schindler, dann bei Alcoa, 6 Jahre im Organisationsaufbau. Ich habe in Russland ein Unternehmen gegründet, als Akupango war ein Startup, den ich gegründet habe. 3 Jahre in Organisationsintegration, als IAMS von Procter & Gamble acquired wurde. Und dann 3 Jahre in Netzwerkorganisation, Uni Zürich, Basel, ETH. 10 Jahre in einer Transformation an der BFL, wo wir unter anderem auch während 3 Jahren Whole Accuracy gelebt haben. Ich habe ein paar Bücher geschrieben zum Thema Kollaboration, auch was schwierig dran ist, bin eher international aufgestellt, wie ihr seht. Und so, wenn ich jetzt meine Rollen anschaue, was man ja in der Selbstorganisation oft tut, da war ich schon Mitarbeiter, ich war schon CEO, Team, Mitgründer und Berater. Das sind die Rollen, die ich schon erlebt habe. Urs, erzähl uns doch so ein bisschen was für dir. Also ich bin eigentlich Betriebswirt, ich bin bin Berater in Organisation, Führung und vor allem auch Projektmanagement. Und was mich sehr interessiert hat, der systemische Ansatz, also vom ganzen System her, da habe ich eine Weiterbildung gemacht und dann mit einem Kollegen haben wir dann eine Beratungsfirma gegründet, Drift Consulting. Und da haben wir vor allem auf diesem Gebiet beraten, und zwar Richtung Selbstorganisation und Netzwerkorganisation. Wir haben dazu auch ein Buch geschrieben, oder 2 Bücher sogar, Wandel durch Vernetzung, und dann noch mit Kollegen das Handbuch Projektmanagement, klassisch hybrid und agil, das kommt natürlich auch immer mehr ins Projektmanagement hinein. Und dann natürlich auch zahlreiche Artikel zu diesem Thema. Toll, dann würde ich sagen, wenn es für euch stimmt, gehen wir jetzt mal in den ersten Input, damit wir danach ein bisschen denken können. Ich rede mal über die Vor- und Nachteile von Selbstorganisation und Hierarchie, einfach mal die 2 Gegensätze, weil ich glaube, vieles, ich nehme an für euch auch, es geht eigentlich immer mehr um ein Und-Und statt ein Entweder-Oder. Und ich glaube, dazu ist es gut zu wissen, dass beide Vor- und Nachteile haben und dass wohl eine Kombination von beiden am interessantesten ist, je nachdem, wo die Organisation steht und wo sie gerne hin möchte. Also, ich würde mal sagen, wenn man die traditionelle Hierarchie anschaut, die Vorteile sind, es hat relativ klare Regeln und Rollen, die klaren organisatorischen Verhältnisse erlauben eine gute Koordination, es gibt Konfliktlösungsprozesse,
Die Strategie ist geklärt, so ein bisschen top-down, wir wissen, was wir machen. Es gibt oft den Mitarbeitern ein Gefühl von Sicherheit und Komfort, manchmal Langeweile auch. Und es gibt gewisse Durchsetzungsmechanismen. Auf den Nachteilen ist es nicht wirklich zeitgemäß mehr. Es ist ein bisschen täuschend ähnlich. Also wir reden oft vom Implementierungsgap. Man entschließt zwar etwas, aber die Umsetzung in der Organisation, naja, die happert dann so ein bisschen. Es benötigt kontinuierliche Kontrolle und Supervision, was sehr zeitintensiv ist und sowohl von oben wie auch unten manchmal ein bisschen verflucht ist. Und es gibt eine große Abhängigkeit von der Leadership-Qualität von Chefs. Ich glaube, wir haben es alle erlebt. Es gibt, bei Superchefs funktioniert eine Hierarchie top. Bei einem schlechten Chef ist es ein Durchleiden und der größte Grund, wieso die Leute ihren Job verlassen. Sie ist leider auch, und ich glaube, das ist vor allem auch ein wichtiges Thema heute, starr und langsam. Das so ein bisschen zur Hierarchie. Selbstorganisation würde ich sagen, was sie erlaubt, was sie nicht machen muss. Aber oft sind wir Selbstorganisationen, die den Purpose ins Zentrum stellen. Sie sind agil und schnell, wenig geprüft, innovativ. Das ist ein bisschen so safe enough to try, let's go. Zeitgemäß, weil man autonom ist, basisdemokratisch, ein hoher Bedarf an Transparenz, der auch mal unkomfortabel sein kann und ein großer Informationsaustausch, der ganz schön viel Zeit kosten kann, für die Erfahrung drin haben. Wenn man die Nachteile der Selbstorganisation anschaut, oft geht es in Richtung von Gruppenentscheiden, nicht immer. Diese können viel Überzeugungsarbeit benötigen. Leadership wird auf allen Ebenen benötigt. Nicht nur von einem Chef, der jetzt gut oder weniger gut kann, sondern von allen. Und nicht jeder kann das. Also, ja, dass man kann, gewisse Leute sagen, man verteilt das Problem einfach nur. Vielleicht wird der Raster dadurch klein, manchmal wird es größer. Es hat eher mehr Struktur. Also vor allem in meiner Erfahrung mit der Holacracy, es hat extrem viel Struktur und diese Meta-Level-Prozesse helfen, aber dass es Änderungen geben kann. Meine Erfahrung war sicher, es braucht viel mehr Zeit als erwartet. Also es ist zwar agil und schnell, aber die Struktur selbst ist extrem zeitintensiv. Ja, was man leitet, was eine Organisation stemmen muss, noch dazu. Wenn man es jetzt mal kurz vergleichen möchte, ich nehme jetzt hier so, habe da zwei Bilder gewählt, die Hierarchie kennt ihr, so die typische, das typische Organigramm und der Hammer dazu, ein Zeichen der Macht, die Selbstorganisation eher so ein vernetzter Kreis mit der Pinzette, also das zeigt schon so ein bisschen die Nuancen klarer an, also man sieht, einerseits geht es um die Power-Over-Dynamik, einfach eine klare Regel. Was interessant ist, finde ich eine Frau, die so der vierte Punkt. In der Hierarchie gibt es wenig, aber gut geprüfte Ideen. Das hat gewisse Vorteile, weil an was gearbeitet wird, macht oft viel Sinn. Bei der Selbstorganisation hat es viele, aber auch ungeprüfte Ideen, was sehr zeitraubend sein kann. Weil man muss wirklich dann gut aussortieren, woran man dann arbeitet und so, wie man dann die Entscheidungsprozesse macht, wie man auch wieder, Innovationsprozesse dann wieder beendet. Ich bin so ein bisschen der Verteidiger, das Beste der beiden Welten. Wieso nimmt man denn eigentlich nicht das Beste von beiden? Also wie ist es möglich, dass man die Sicherheit, die gewisse Mitarbeiter haben möchten, gewährleisten kann, auch den Komfort, die strategische Koordination. Welches eigentlich für viele, wenn man das aus einer Entwicklungsstufenperspektive anschaut, eigentlich sehr spannend sein kann. Auf der anderen Seite eigentlich so das Beste der Selbstorganisation, die Autonomität, Reaktionsfähigkeit, Innovation wer den Term kennt, und ich bin sicher, ihr seid hier alle voll dabei und ausgebildet. Thiel sagt euch alles was, also diese höhere Bewusstseinsstufe, die es auch in Organisationen gibt, die auch sehr gut dokumentiert ist.
Nicht alle haben die in der Organisation, aber gewisse haben sie. Also wieso nicht die Teile der Organisation, die innovativ, autonom, reaktiv sein wollen und müssen, so organisieren und die anderen, wo es wirklich um bedächtige Abläufe, um Sicherheit, um Qualität geht, wieso die nicht anders? Und wieso nicht die Leute dort arbeiten lassen, wo sie sich wohlfühlen? Das heißt, das wäre so ein bisschen mein Plädoyer. Meine 5 Minuten sind eigentlich schon um. Was deine Mischform würde dann ungefähr so aussehen. Ihr kriegt die Slides von uns. Deshalb überspringe ich jetzt hier den Rest, wo man dann zum Beispiel noch wählen kann, kurz in der Mischform. Man kann ja wählen, was wie ausgeführt wird. Also von der Strategie bis zur Ausführung kann man wählen oder könnte man wählen, ob das eher hierarchisch oder selbstorganisiert oder eine Mischform wäre. Ja, also das so als kurzer Input mal zur Klärung, was ist eigentlich Selbstorganisation, was ist Hierarchie und wie würde das aussehen. Damit möchte ich eine 5 Uhr übergeben, der über die, ich weiß nicht, ob ihr schon den Term schon mal gehört habt, die beidhändige Organisation. Urs. Ja, Kathrin, das Beste von beiden, das tönt jetzt so leicht, aber das ist in der Realität sehr, sehr verschieden. Das sind völlig unterschiedliche Kulturen und da muss es ganz verschieden oder unterschiedlich auch geführt werden. Und wir nennen das die zweihändige Organisation, also Ambidextrie. Und in vielen Unternehmen kommt das eben vor oder will man das so einführen, aber es funktioniert dann nicht richtig. Entweder ist das Management sich gewohnt, hierarchisch zu führen und dann wird der Teil, der agil ist, vielleicht sogar isoliert oder so oder abgesondert. Vielleicht habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht, dass in einem Team, zum Beispiel im Informatikteam oder in einem Team, das in der Entwicklung, dass ihr agiler arbeiten möchtet, selbst organisiert, dass Management sagt, ja, das könnt ihr machen, wir lassen euch, aber im Hintergrund ist es eigentlich nicht überzeugt und lässt euch dann einfach leer laufen. Es ist oft sehr, sehr schwierig, von unten her das einzuführen. Ich möchte ein Beispiel nennen, das ziehe ich durch dieses kleine Referat in Berau. Da haben wir in einer Stiftung für Pflegebedürftige und Senioren, da hat man versucht, ein Haus oder eine Gruppe agil zu gestalten oder Selbstorganisation. Und man hat das als Pilotprojekt inszeniert. Zum Glück hatten wir da eine Bereichsleiterin, die war sehr dafür und die hat dann das Ganze unterstützt. Und dann, wenn es von oben unterstützt wird, dann geht das. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das einfach nicht möglich. Also, das ist eine sehr hohe Anforderung als Führungsteam. Das Führungsteam muss sich auch auseinandersetzen damit. Und es gibt von Taschmann, das ist ein Organisationstheoretiker, der sagt sogar, wenn man das so einführen will, die Beidhändigkeit, dann muss man meistens 90% des Kaders auswechseln, sonst geht das nicht. Also, es ist ein bisschen hart formuliert. Aber es braucht sehr, sehr viel. Man muss mit der Führung wirklich arbeiten als Führungsteam. Und dann ist es eine Chance, weil das sind zwei Kulturen, die sich einander gegenseitig anregen und auch höher entwickeln sollen. Und dann hat man wirklich eine Chance für das Unternehmen, dass es sich weiterentwickelt. Aber sonst stirbt das eine oder das andere ab. Es ist ja selten, dass man die ganze Organisation selbst organisiert, umändern kann. Das geht bei kleinen Organisationen. Bei großen ist das nicht möglich oder kaum möglich oder auch nicht sinnvoll, wie Kathrin eben auch gesagt hat. Ihr könnt das nächste Bild dann noch anschauen. Wir haben jetzt von der strukturellen Ambidextrie gesprochen. Also ein Teil ist selbstorganisierter und der andere hierarchischer, das obere Bild. Dann kann man auch temporal, also in einem Projekt gibt es vielleicht eine Phase,
in der kreativen Phase, da geht man iterativ vor, in Schlaufen, das ist dann selbst organisiert, Scrum zum Beispiel. Und die nächsten Phasen sind dann wieder geplanter oder nach Wasserfall geplant. Oder dann kann ich mich in zwei Kontexten bewegen. Ich mache das Tagesgeschäft, habe aber auch noch Zeit, bekomme Zeit für Neuentwicklungen. Zum Beispiel bei Google ist das so, dass man noch für eigene Projekte ein oder zwei Tage Zeit zur Verfügung hat. Dann ist man dann in einem ganz anderen Kontext. Und das ist dann die kontextuelle Ambidextrie. Aber das obere, das strukturelle, das kommt am häufigsten vor. Das ist das Übliche. Wir stellen dann einen Artikel noch euch zur Verfügung, der etwas näher auf diese Problematik eingeht. Das wäre es einmal zur Ambidextrie. Jetzt schiebt mal los mit Fragen, wie landet das bei euch? Wie seht ihr das? Fliegt das an eure Erfahrung? Wirft das Fragen auf? Serge hat in den Chat geschrieben, dass auch gerade das Bimodal-Modell von Gartner eine gute Erklärung der beidhändigen Organisation ist. Was gibt es sonst noch für Reaktionen? Ihr könnt einfach, ich glaube, ihr könnt einfach unmuten. Oder einfach fragen. Ja, das ist so. Das ist ein Widerspruch. Und heute müssen wir eben auch mit Widersprüchen umgehen können. Das ist einfach so. Wir haben jetzt in diesem Werau, also in diesem Heim, das ist ein sehr großes Heim, da haben wir das Pilot installiert, im Widerspruch zu den anderen Gruppen, die da sind. Und das wird von oben teilweise, ich sage jetzt einfach teilweise, unterstützt. Und es hat im ganzen Betrieb hat es aber das Interesse geweckt. Das ist wirklich eine Chance. Es hat das Interesse geweckt und die anderen Gruppen, die wollen jetzt auch in diese Richtung gehen. Und da ist jetzt eine Dynamik entstanden, die ja sehr positiv ist für dieses Unternehmen. Also dieser Widerspruch, er hat diese Dynamik entwickelt. Und wir hoffen natürlich, dass das alleroberste Management, also der Stiftungsrat, so, dass die auch mitmachen. Die sind ein bisschen träge, aber die können wir vielleicht auch gewinnen, dass sie die weiteren Gruppen oder die weiteren Bereiche, dass die sich in diese Richtung entwickeln können, weil die eine Gruppe, die schon so funktioniert, ist eigentlich sehr, sehr aufgestellt und findet das eigentlich sehr gut. Also von daher kann es wirklich eine gute Chance sein. Also muss nicht immer nur ein Geknorze sein. Andere Reaktion darauf? Ich denke, Philippe trifft da einen wichtigen Nagel. Also die Vorteile sind klar. Also man wollte diese Gruppe selbst organisiert einrichten, weil man nicht Selbstorganisation wollte, sondern sie sollten besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohnerinnen eingehen. Man sollte sich auch die Arbeitsweise laufend den neuen Anforderungen anpassen können. Es gibt immer neue Anforderungen in diesem Bereich und Rahmenbedingungen. Und man wollte auch erreichen, dass jedes Teammitglied eine für sich sinnvolle Arbeit machen konnte, entsprechend seinen Stärken und sich auch weiterentwickeln kann. Und dann ist natürlich eine agilere Form oder eine selbstbestimmendere Form oder Führung ist natürlich dann wirklich geeignet dafür. Was man nicht wollte, Abschiebung der Führung, also dass der Gruppenleiter einfach nicht mehr gibt, oder Effizienzsteigerung, Personaleinsparung wollte man nicht und wollte auch nicht, dass sich die Leute, die nehmen natürlich mehr Verantwortung auf sich, aber dass sie sich aufopfern.
das ist manchmal die Gefahr, dass sie sich zu stark engagieren und dann sich in ein Burnout geraten. Also das haben wir mitgekriegt, die hatten am Anfang sogar von dem Angst. Und das konnten wir nehmen. Also es ist wirklich ein Vorteil, dass sie agiler und besser auf die Klienten, sei das die Bewohnenden oder der Angehörigen, so dass sie besser eingehen können und neuen Rahmenbedingungen auch besser begegnen können. Die können sich selber, auch das Tägliche können sie selber organisieren. Das ist kein Problem. Ja, sonst einfach, wenn euch noch Sachen in den Sinn kommen oder wenn ihr euch an etwas stoßt, das ist immer sehr interessant oder ja. Irritiert, super spannend. Oder wenn es Fragen gibt und undeutlich ist, einfach in den Chat schreiben, dann können wir jetzt gut darauf eingehen. Dann, ich hätte gerne noch eine Frage gestellt. Gerne. Hallo Ursula. Hallo zusammen, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, also nein, ich verstehe jetzt wie zwei Sachen und da müsst ihr mir helfen, das auseinanderzunehmen. So wie ich bei Urs jetzt eher interpretiert habe, das ist meine Interpretation, so geht es da darum, bei dieser Organisation in Barau, das wäre für mich so wie eine OE-Geschichte, das heißt im Sinn, wo man beginnt man mit einem Team, aber das breitet sich dann aus, bis eben auch der Stiftungsrat, bla bla bla, oder? Aber ihr habt ja am Anfang gesagt, die beiden Sachen nebeneinander stehen lassen, also eben die Vorteile von diesem und die Vorteile von jenem System nebeneinander zu stellen. Und das begreife ich noch nicht, weil ich habe immer nur erlebt, eben, es ist ein gewisser Prozess, und dann irgendwann mal ist die ganze Organisation so oder so strukturiert. Aber ich verstehe euch ja, dass man soll ja beides irgendwie nebeneinander stehen lassen. Habe ich da was missverstanden? Ja, man muss natürlich nicht, aber es kann auch einmal die ganze Organisation dann selbst organisiert sein, aber vielleicht auch in unterschiedlichem Grad. Also es gibt auch andere Betriebe, zum Beispiel es gibt eine Werkstatt, es gibt eine Gärtnerei und so weiter. Vielleicht ist das dort anders, das wissen wir noch nicht. Und dann gibt es viele Betriebe, also zum Beispiel Fabrikationsbetriebe, die haben das tägliche Geschäft und da gibt es im Bereich der Entwicklung, Forschung und Entwicklung, das sind dann zwei völlig verschiedene Bereiche und die können dann vielleicht nicht diese Dynamik wie jetzt in diesem Bärau. Und dort ist es dann wirklich sinnvoll, wenn die nebeneinander so existieren. Wobei, da gibt es auch einen Prozess, der sagen wir, traditionellere Betrieb, also die Produktion, die wird dann vielleicht auch selbst organisiert oder ein bisschen weniger hierarchisch oder da kommt vielleicht dann auch mehr Selbstbestimmung herein, weil das beeinflusst sich gegenseitig. Da ist auch ein Prozess im Gang. Und das ist das Schöne, wenn eben so ein Prozess läuft in eine Richtung, dann ist die Organisation auch selbstlernend. Und das brauchen wir heute. Die muss nicht stehen bleiben. Das kann sich in verschiedene Ausprägungen entwickeln. Und wenn es sich das macht, dann ist es wirklich, dann ist die Dynamik da, die ein Unternehmen eben braucht. Vielleicht ein zweiter Punkt dazu. Ich bin immer so das Beispiel, genauso Forschung, Innovation als eine Organisationsform, die ganz anders funktionieren kann als ein Produktionsteil des selben Unternehmens. Aus ganz offensichtlichen Gründen. Das ist so ein Beispiel. Das andere finde ich, es hat etwas mehr mit, geht in Richtung, was Philipp angesprochen hat, zuvor mit der Haltung. Ihr habt sicher auch schon erlebt, wir sind alles gewisse Menschen, die gewisse Vorzüge haben, wie wir selber funktionieren und mit anderen umgehen. Und ob das in einer Hierarchie ist oder in einer Selbstorganisation, das drückt natürlich durch. Also wenn man eher ein Control-Freak ist, dann selbst in einer Selbstorganisation wird das immer noch spürbar sein. Wenn man eher ein kollaborativer Mensch ist in einer Hierarchie, dann führt man anders. Also ich glaube, dort sieht man so ein bisschen die Überlappungen, wenn das etwas hilft. Also einerseits am Menschen und andererseits an den Arbeitsfunktionen. Super. Okay,
Jetzt kommt der Versuch von Urs und mir, euch was Konkretes mitzugeben, indem wir haben uns bemüht, mit viel hin und her, so uns auf 10 Erfolgsfaktoren der Selbstorganisation zu einigen. Wir unterscheiden zwischen dem Systemischen einerseits und dem Team andererseits und möchten das mal gern so als Input in die Runde geben. Ich würde vorschlagen, macht euch doch für euch selber Gedanken, Notizen. Ihr habt nachher Zeit, das zu vertiefen in Gruppen. Wir starten jetzt einfach mal mit dem Input für die nächsten knapp 20 Minuten. Urs, für die Zeit, wir sind etwa 4 Minuten, also alles fertig. Also, möchtest du mal anfangen mit dem... Also wir vermitteln keine Tools und Tipps und Tricks und so weiter, sondern wir gehen auf eine grundsätzliche Ebene, zwar auf eine Ebene, die sehr, sehr effektiv sein kann. Und man denkt einfach nie daran, man denkt immer mehr an Tools und an Methoden und so weiter. Und das geht immer irgendwie unter. Es wird zwar immer von systemisch gesprochen, aber das ist dann meistens so irgendwie nicht richtig verstanden. Etwas ganz Wichtiges, wenn wir ein Team haben, das in Richtung Selbstorganisation gehen soll, dann müssen wir das auch, diese Kultur in den Werdegang implementieren oder realisieren. Und wir machen dann einen Verhaltensrahmen, wo sich dann dieses Team oder diese Bereiche entwickeln kann. Ein Verhaltensrahmen, das ist ein Rahmen, wo sich die Leute, die funktionieren und verhalten sich immer nach einem Kontext. Das wissen wir gar nicht so genau. Zum Beispiel in einer Kirche verhalten wir uns anders als auf einem Sportplatz oder auf der Kirby. Das sind ganz verschiedene Rahmen. Und diese Rahmen, das können wir kreieren. Wir sagen denen jetzt hier Leitplanken. Das ist vielleicht eine andere Form auch eines Auftrages, aber das sind Leitplanken, die zeigen, wo ist die Freiheit für das Team und wo hört sie auf. Den Rahmen muss man geben, sonst schwadroniert das Team einfach in einer Wolke herum und verliert sich. Und wir sprechen dann, oder wir kreieren dann zum Beispiel inhaltliche Leitplanken, zum Beispiel das Team soll sich ein Haus bauen, das jetzt im übertragenen Sinn, das ist vielleicht ein Prozess oder irgend so etwas. Und die Ressourcen stehen zur Verfügung, diese Termine setzen wir, ganz strenge Termine, damit auch Dynamik hineinkommt. Und es heißt dann für das Team, das Haus baut ihr selbst, ihr wohnt darin und das entscheidet ihr. Da entscheidet nicht das Management, das kann nicht ihr hineinregieren. Und ihr seid verantwortlich für das und das baut ihr selbst. Als Selbstorganisation, es gibt da zwar noch Regeln, keine Überraschungen, also ihr könnt da nicht irgendetwas etwas anderes bauen als ein Haus und deshalb braucht es auch eine Kommunikation, also ihr seid zum Beispiel in Kommunikation mit einer Steuergruppe zum Beispiel, aber wir sagen dem nicht Steuergruppe, sondern die soll unterstützen und beraten, das ist ein Unterstützungsteam beispielsweise. Also da gibt es ganz Regeln, wie wir sie hier sehen. Das ist jetzt ein Beispiel einer Leitplanke. Das hatten wir jetzt in diesem Bearout, wieder dieses Beispiel. Wohin wollen wir? Das Pflegeteam soll den Alltag selber entscheiden, reflektieren, lernen, verändern. Was wird erwartet? Ich lese es nicht alles durch. Könnt ihr sehen. Was wird erwartet? Was ist der Inhalt eurer Aufgabe? Welches sind Nicht-Themen? Da hat man gesagt, zum Beispiel Lohnfragen, das ist das ganze Unternehmen. Da können wir nicht ein eigenes Lohnsystem oder noch nicht ein eigenes Lohnsystem kreieren für ein Team zum Beispiel. Welches sind die Prozessregeln? Also das Team organisiert sich selbst und so weiter. Es entscheidet selbst. Welche sind Nicht-Regeln? Keine Überraschungen.
Also es wird immer auch kommuniziert oder mit dem mit der übergeordneten Stelle oder bei uns war es eigentlich eine Art Unterstützungsteam und keine hierarchische Unterstellung im Team und welches ist die Pilotorganisation. Das könnt ihr selber noch lesen, aber das muss sehr, sehr sauber ausgearbeitet sein und dann funktioniert es. Da müsst ihr keine Angst haben. Da habt ihr bessere Steuerung, als wenn ihr einen Projektleiter oder so etwas engagiert. Das sind die Leitplanken. Sehr, sehr wirksam ist auch Öffentlichkeit. Also wir müssen die Veränderung ist wie eine Aufführung in der Unternehmung. Das soll auch gesehen werden. Wir müssen die Aufmerksamkeit darauf lenken. Dann wird es auch diskutiert. Nur schon, wer ist im Team oder wer ist in meinem Change-Team oder im Projektteam oder das muss breit diskutiert werden, also die Nomination, das sind Abgesandte vom System. Und ja, das ist wie eine Aufführung, das Ganze. Und es soll auch vernetzt werden mit der Organisation, also es auch die Kommunikation soll ermöglicht werden. Also es ist eine Aufmerksamkeitssteuerung, das Ganze. Also das haben wir auch hervorgebracht, zum Beispiel mit einem Tag der offenen Tür oder einem Mitarbeitertag. Da hatte das Team dann einen Stand und das konnte dann sehr breit gezeigt werden. Es gab dann sehr viele Diskussionen mit den Kollegen, Kolleginnen, die haben sich interessiert, was macht ihr da? Also das muss man zeigen, tue Gutes und spreche darüber. Also das ist, da kann man sehr, sehr viel erreichen mit diesem Grundsatz eigentlich oder mit diesem Prinzip. Ja, der nächste wäre dann die Vernetzung. Wir arbeiten sehr viel für die Vernetzung. Bei kleinen Teams oder bei kleinen Projekten ist das vielleicht weniger möglich, aber wir hatten schon in großen Fabriken Projekte, da hatten wir parallel bis zu 9 oder 10 Teams mit verschiedenen Themen und die mussten sich koordinieren. Wir stellten aber keinen Koordinator ein, der wäre überfordert gewesen. Durch die Vernetzung, eine Vernetzung hat bessere Koordinationsleistungen als eine Person, die da koordiniert, als ein Projektleiter. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Also ihr habt euch vorher auch vernetzt und das ist einfach ein Prinzip, mit dem kann man eben sehr viel Agilität erreichen. Das kennt man heute auch schon, zum Beispiel in Deutschland, in der Automobilindustrie, Vernetzung mit Partnern, also mit Zulieferfirmen und so weiter. Also es ist an sich auch nicht sehr neu. Aber die Vernetzung, die ermöglicht auch Vielfalt, unterschiedliche Sichtweisen, die muss man aber auch wieder vereinen, zum Beispiel in einem Plenum oder Koordinationsmeeting, wo die sich dann auch sehen können oder miteinander sich austauschen können. Also Vernetzung ist ein wichtiges Prinzip. Ah, das ist auch ein Prinzip, wir sagen dem Geschlossenheit, Offenheit und also Vielfalt. Und das muss man dann wieder konzentrieren für Lösungen, dass wir ein Pulsieren, das geht durch das Vernetzen zum Beispiel, oder aber auch in der Arbeit, in der Gruppe, dass man viele Ideen entstehen lässt, aber sie dann wieder vereint. Und dieses Pulsieren, das hilft uns eben, die viele verschiedene Ideen entstehen zu lassen und dann zu einer Gesamtidee wieder einfließen zu lassen. Das Kontrast erzeugt Spannung, also dieses kleine Häuschen, das wäre auf einer Wiese, wäre da vielleicht ein stattliches Bauernhaus. Hier ist es ein Zwerghäuschen.
Und das erzeugt natürlich Spannung. Das können wir auch erreichen, wenn ihr zum Beispiel ein Team, das sich weiterentwickelt, wie zum Beispiel da in Bärau, das ist, bekommt eine Sondersituation, das ist in einem Sonderkontext, nämlich dass die Unterstützung und Zeit bekommen und selbst organisiert, dass sich weiter, also weiterentwickeln können oder das Projekt bearbeiten können. Das ist im Unterschied zu bisherigen Projekten, oder wo Projektleiter da sind, das auch hierarchisch abgewickelt wird, ist das wirklich ein Unterschied. Also ein Unterschied machen, ein Unterschied, der auch beachtet wird. Wir haben vorher schon gesagt, Umgang mit Widersprüchen, aber das ist eigentlich sehr anregend. Also Hierarchie, Heterarchie, das ist die Zweihändigkeit, Autonomie, Fremdbestimmung, Vertrauen zu Macht. In der Hierarchie ist eher Macht. Hier ist Vertrauen, da kommen wir noch drauf. Transparenz haben wir gesagt, Förderung der Steuerung, Aufmerksamkeit und Dialog. Besondere Situationen ermöglichen besondere Leistungen. Sagen wir immer wieder, gibt dem Team eine besondere Situation, dann entsteht auch eine besondere Leistung, sonst eben nicht. Also mit Unterschieden und Kontrasten kann man Spannung erzeugen, Energie, Dynamik. Das ist auch ein Prinzip, das wir sehr anwenden. Ja, das sind eigentlich die mehr systemischen Prinzipien und Grundsätze. Die gelten natürlich auch im Kleinen, im Team. Und jetzt kommen dann eher teamorientierte Prinzipien oder Grundsätze, die wir jetzt anschauen. Das Erste, da machen wir einen Exkurs. Ich habe das jetzt zufällig bekommen. Das ist ein Buch, Black Swan, von Nassim Nicholas Taleb. Der schwarze Schwan, das ist ein... Es gibt ja nur weiße Schwäne auf der Welt. Und plötzlich ist da in Australien, glaube ich, ein Schwarzer aufgetaucht. Das war etwas so Besonderes und Extremes und Unbekanntes. Und das hat sehr viel ausgelöst. Ja, was heißt das jetzt? Wieso konnte der entstehen und so weiter. Und er sagt, wir sind in einer Zeit, da tauchen immer mehr solche schwarze Schwäne auf, so verschiedene. Also es sind eigentlich Überraschungen, die sehr viel auslösen, aber die kann man nicht vorausplanen. Also das sind Ungewissheiten, die kommen einfach, wie jetzt zum Beispiel Corona. Oder? Corona, das hat natürlich auch enorme Auswirkungen. Und mit dem müssen wir umgehen können. Das heißt, wir können nicht mehr einfach planen, alles planen, sondern wir müssen möglichst viel ausprobieren und möglichst viele Chancen, aus denen sich neue Entdeckungen ergeben können, ergreifen. Und auch dieses Team in Bärau haben gesagt, ihr müsst das ausprobieren, ihr müsst mal ausprobieren, euch Rollen zu geben, verschiedene Rollen. Oder ihr müsst ausprobieren, über die Gruppe zu besprechen, wie sie funktioniert und so. Vielleicht geht das, vielleicht geht das nicht. Wenn es nicht geht, dann räumen sie es wieder ab. Und wenn es geht, dann ist es ein Erfolg, oder? Also, dieses iterative Vorgehen, das wird dort immer, kommt immer mehr ins Zentrum. Also das lohnt sich auch, dieses Buch einmal zu lesen. Dann, uns ging es so ein bisschen darum, um zu sagen, für uns ist das eigentlich so ein Hauptprinzip, so das Lernen, in ja. Welcher Organisation auch immer. Aber Urs, du hast vorher ein gutes Beispiel gebracht, wie eigentlich auch eine Organisation, die beide Elemente hat, der Hierarchie der Selbstorganisation, wie eigentlich gemeinsam das Lernen inspirieren kann, dass man dass sowohl das eine wie das andere den anderen Teil nicht kalt und unberührt lässt. Wenn das gut gemacht ist, lernt man daraus etwas. Ja, auch aus Fehlern. Fehlerkultur, das ist ganz wichtig. Ja, wir haben vom Vertrauen gesprochen, jetzt Vertrauen im Team.
Das braucht natürlich ein gewisses Vorschussvertrauen im Team. Aber viele haben Angst, oder viele Führungskräfte sagen dann, ja, das wird dann ausgenutzt. Oder? Es gibt verschiedene Studien, die belegen, dass es weniger ausgenutzt wird, als wenn man misstrauisch ist. Also die Leute, die auch Vertrauen haben, oder Führungskräfte, die Vertrauen haben, die können auch das Gegenüber realistischer einschätzen als Führungskräfte, die relativ misstrauisch sind. Also es lohnt sich eigentlich da auch, Vorschussvertrauen ins Team zu geben. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wir reden auch von Systemvertrauen, das ist wieder ein System. Wenn ihr zum Beispiel die Rahmenbedingungen sorgfältig legt, dann könnt ihr dem System vertrauen. Das ist dann so stark, dass es von selber läuft. Also das wäre das Vertrauen. Ganz kurz, dann wir haben von Diversität gesprochen. Also auch im Team brauchen wir Diversität. Wir haben meistens von verschiedenen Bereichen. Eine gute Erfahrung ist auch, jemand ins Team zu nehmen, der oder die keine Fachperson von dieser Abteilung und von diesem Bereich ist. Also eine ganz andere oder unterschiedliche Perspektive einnimmt. Die kann uns dann die sogenannten dummen Fragen stellen. Oder? Das ist sehr, sehr. Auf jeden Fall keine hierarchischen Unterstellungen in einem Team. Das wäre fatal. So. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist eine Meinungsdiversität und nicht nur eine visuelle oder eine sichtbare Diversität, die man über diese Kriterien, die hier gelistet sind, haben kann. Man kann absolut in einem sogenannten gendergerechten, diversen Team sein und alle sind trotzdem total gleicher Meinung. Das ist natürlich nicht sehr befruchtend. Also auch da, das ist wieder nicht schlecht abgebildet oft. Man sieht das in vielen Debatten, wo man sogenannt dann für die Frauen unter uns, wo man dann als Frau eingeladen wird, auch noch seine Meinung dazu zu geben. Und solange das alles immer die gleichen Meinungen sind, ist das nicht sehr förderlich. Ich möchte noch zwei Punkte am Schluss jetzt erwähnen, auf der Teamebene. Das kommt hier aus einer Forschung, die ich gemacht habe, in Bezug auf purpose-orientierte Unternehmen, denen es gelungen ist, ihr Mindset zu ändern von, sagen wir mal, pur profitorientiert, um sich umzudefinieren in der Gesellschaft einen Mehrwert zu bringen. Und wo wir das sehen wir eigentlich vom Mindset-Shift her, dass es sowohl ein Mindset-Shift braucht bei der Organisation, und das ist der Punkt hier, oder vom Team, wo es darum geht, dass das Team lernt, von einem Konkurrenzdenken in ein ko-kreatives Denken zu kommen. Und hier möchte ich gleich den Aspekt ansprechen, jedes Team ist ja nicht nur intern unterwegs. Bis jetzt haben wir eigentlich vor allem so innerhalb von den Organisationsstrukturen gesprochen. Jedes Team hat ja auch gegen außen Fühler und Interaktionen. Und wenn wir lernen, also die Organisation, organisationelle Lernschritt da ist eigentlich, wenn wir lernen, außerhalb unserer Organisation genauso flexibel oder fluide zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, wie zu arbeiten, wie wir das intern können, dann kreieren wir eine ko-kreative Organisation, die nämlich mit anderen Organisationen, die nach anderen Prinzipien, nach anderen Prioritäten oder Entscheidungsprozessen arbeiten, können wir dann auch sehr gut zusammenarbeiten. Wir wissen, dass viele neue Lösungen nur noch in Zusammenarbeit mit den sogenannten Stakeholders, den externen Akteuren, den anderen außerhalb unserer Organisation entstehen können. Man kann das dann messen, man sieht das eigentlich dann einerseits aus, hier in Gelb sieht ihr das, als wie man wahrgenommen wird als Unternehmen oder als Team extern. Und man kann es eigentlich auch messen, inwiefern der höhere Zweck unserer Unternehmen sich auch wirklich in den Produkten und Dienstleistungen widerspiegelt, die wir haben. Also ist das nur
Ist unser Zweck, hängt er nur an der Wand? Oder kommen die neuen Produkte und Dienstleistungen, die auf den Markt kommen, entsprechen die oder reflektieren die diesen Zweck? Also da geht es so um das, was eigentlich das Entdeck oder entgegen wirklich in die Seele des Teams oder der Organisation hinein verändern kann. Und dann der zehnte Punkt ist eigentlich, dass es darum geht, in diesen Organisationen einen Mindshift zu ermöglichen. Meine Forschung zeigt, dass alle Strukturen und alle Prozesse, sei es nun Holacracy, sei es nun Sokratie, sei es was das auch immer ist, ist gut und recht, aber schlussendlich müssen wir in die Köpfe und Herzen von uns selbst und von dem, mit dem wir arbeiten, eindringen können, um diese zu verändern. Und da geht es oft um diese Transformation vom Ich zum Wir auf der Einzelebene, aber auch im Team. So, wie kann ich dafür schauen, dass mein Team nicht nur im Fokus steht, sondern dass wir der gesamten Organisation oder der gesamten Gesellschaft dienen? Also wie schaffe ich das, mich und mein Team als einen Teil von etwas Größerem zu sehen? Wie kann ich das leben? Das hat zwei Elemente. Eines zeigt sich in, ja, wie ist die Governance da ausgerichtet? Also wie sieht die Kontrolle oder die Kontrollorgane aus in der Governance? Und andererseits, wie sieht eigentlich unsere Kultur aus? Das wären so noch zwei Punkte, die wir hier einbringen wollten für unsere 10 Punkte. Komme ich da schon kurz zurück zu den 10 Punkten, damit ihr die nochmal in der Übersicht habt. Und wir würden jetzt eigentlich vorschlagen, dass ihr das, also was ihr habt vielleicht, hoffentlich hat euch ein oder mehrere Punkte, die wir hier jetzt angesprochen haben, hat bei euch was ausgelöst. Unsere Frage an euch für die 20 Minuten im Team, ich würde mal sagen, wir machen jetzt, ja, 20 Minuten ist okay. Wo seht ihr bei euch eine Anwendungsmöglichkeit? Geht doch mal mit dieser Frage rein. Wenn die nicht passt, dann brecht unsere Regel und diskutiert etwas, das euch näher am Herzen liegt. Regelbrechen ist immer erlaubt. Würde ich mal sagen, wenn du bereit bist, Matthias, schick uns in Dreiergruppen und wir sehen uns hier wieder um 17:35 Uhr. Willkommen zurück. Ich hoffe, es sind spannende Gespräche, die wir noch haben. Wir haben noch, ja, gut, 4 Stunden, 20 Minuten. Jetzt nochmal sammeln, nochmal, dass wir auch hören, was untereinander ist, was wir untereinander diskutiert haben. Also, ich würde sagen, was ist über Raum bringen, Ihnen, was ihr gerne möchtet teilen oder was Fragen sind. Ich würde sagen, wir dann mal in erster Linie sammeln und dann, statt dass wir das beantworten können, vielleicht. Jetzt gibt es auch Antworten unter euch. Wir sind ja alles Experten da. Also, wer hat Lust zum Anfang? Ja, ja. Ich kann vielleicht also kurz mit meiner Erfahrung beginnen. Als wir an der BSL Holacracy eingeführt hatten, hatte ich sehr darauf gedrückt, auch, dass wir Lohntransparenz transparent machen. Und das ging vor allem darum, ich war Dekanin, ich hatte als Einzige einen ziemlich fetten Bonus und ich war absolut bereit, den in die Organisation hineinzugeben, damit der verteilt wird. Und mich hat sehr interessiert, wie der verteilt würde. Also ich fand das wirklich sehr spannend. Und schlussendlich gab es dann ein Team, das sich für die Bonusverteilung installiert hat, wo ich nicht dabei war, damit die wirklich selber diskutieren konnte. Und ich habe auch sehr gedrückt, dass wir transparent waren im Lohn. Das hatten wir nicht durchgebracht. Also die Leute wollten das wirklich nicht untereinander wissen. Sie wollten es auch nicht wissen von mir. Ich war die Meistverdienende und ich hätte kein Problem gehabt zu sagen, wie viel ich verdiene. Das wollten die aber wirklich nicht. Deshalb ist es ein Nicht-Thema. Ich glaube, es hat vielleicht kulturell noch was zu tun. Wir waren in der Schweiz. Es war in der französischen Schweiz, ich weiß es nicht. Das ein bisschen zu meiner Erfahrung. Urs hat da sicher auch noch was zu sagen. Ja, also jetzt ein Beispiel wäre auch, oder, dass klar für ein Team, selbst organisiertes Team, müsste ein Lohnsystem anders aussehen als für die ganze Belegschaft. Das ist ganz klar.
Aber es war, die haben ein System für die ganze Organisation. Man wusste auch noch nicht, ob das überhaupt dieser Pilot zum Tragen kommt, zum funktioniert. Das muss man jetzt auch ausprobieren. Und wenn das jetzt um sich greift und mehr Teams so arbeiten, dann wird es natürlich ein Thema für die gesamte Organisation. Das kann nicht ein Team für sich ein, das müsste dann eine eigene Personalabteilung haben und weiß ich was, ein ganz eigenes System. Das geht nicht. Man kann das allgemeine Lohnsystem kann man sicher ein bisschen anpassen, das ist vielleicht möglich, aber das kann nicht das Team bearbeiten und entscheiden, wir wollen jetzt Marktlöhne, wir wollen jetzt das einführen. Und das ganze Haus hat dann ein geregeltes Lohnsystem nach irgendeinem System. Oder das geht dann einfach nicht. Es gibt einfach also Entscheidungen für das Gesamthaus. Das ist dann halt einfach eine Rahmenbedingung. Natürlich können Sie über das reden. Sie können sagen, wir sind eigentlich ein bisschen komisch. Wir haben eigentlich untereinander etwas verschiedene Verantwortungen, aber trotzdem den gleichen Lohn. Ja, das ist dann natürlich, das stimmt dann nicht ganz, oder? Aber vor der Hand können die nicht ein eigenes Lohnsystem aufbauen für sich. Oder? Ja, das ist dann ein Problem, das ist dann vielleicht im Moment unlösbar. Für, in einem selbstorganisierten Setting, da sollte natürlich, prinzipiell geht man davon aus, dass alle ähnliche Löhne haben, oder diejenigen, die viel mehr Verantwortung haben, schon vielleicht mehr, aber dass auch der Benefit vom ganzen Team sich bezahlt macht, dass die einen Bonus bekommen, dass das ganze Team erarbeitet. Man ist da viel teamorientierter in einem solchen System als einem traditionellen Umgebung. Also oder auch was die ganze Unternehmung herauswirtschaftet, das sollte dann halt auch diesen Teams zugutekommen. Das sind dann eigentlich ganz andere Lohnsysteme, die dann zum Tragen kommen. Das wird da in der Transformation wird das ein Widerspruch bleiben. Ja, das ist so. Ja, gibt es weitere Fragen oder Kritiken? Oder? Was habt ihr noch so diskutiert? Was lief so bei euren Gesprächen? Ja. Also so schwarz-weiß ist es natürlich nicht. Es ist eher, geht eher. Also immer belohnt wird im Vertrauen, da gibt es natürlich, es kann schon sein, dass das einmal ausgenutzt wird, aber tendenziell wird das, es ist einfach eine Tendenz so. Und das kann ich etwas aufarbeiten und euch dann bekommt ihr dann mit den Unterlagen diese Hinweise auf diese Studien. Ja. Aber wir hatten einmal am Betriebswissenschaftlichen Institut der ETH hatten wir einmal einen Direktor, der war sehr misstrauisch und das hat so viel geschadet. Also es schadet wahnsinnig, wenn jemand misstrauisch ist. Der ließ dann Arbeiten, also delegierte Arbeiten auch zweimal machen, doppelt von zwei verschiedenen Personen und das ist dann sehr, sehr ätzend so etwas. Das ist dann wirklich Sand im Getriebe. Und da lohnt es sich also eher zu viel Vertrauen als zu wenig. Ein Riesenthema. Und ich glaube, wir haben es alle mal erlebt. Und es ist, Was nehmt ihr, vielleicht noch eine andere Frage, was nehmt ihr aus eurer Diskussion, aus der heutigen Session mit? Also was war so ein Aha-Moment? Oder was sagt ihr? Interessant.
Ich finde das super spannend, weil ich glaube, auf dem Bild sieht man natürlich das Äußere. Und ich glaube, was ich mit meinem Input noch sagen wollte, es gibt auch eine innere Diversität. Und es geht natürlich um beides. Also nur wenn man die Äußere hat, hat man noch lange nicht alles erfüllt. Mhm. Wenn es dann innen nicht divers ist, das war so mein Gedanke. Mhm. Ich finde das sehr spannend, was du sagst. Also bei Holacracy haben wir wirklich darunter gelitten, dass wir nicht ansprechen konnten. Bei Holacracy ist, oder bei Selbstorganisation wahrscheinlich im Allgemeinen, wird verlangt, dass man sich selber sehr gut führen kann. Und unser Aha-Moment an der BSL nach 3 Jahren war, am besten können Leute sich selber führen, die schon mal andere geführt haben. Ich weiß nicht, wieso das ist, das ist wahrscheinlich nicht ausschließlich so, aber wir hatten große Probleme mit Leuten, die noch keine Führungserfahrung hatten. Natürlich wieder nicht alle, aber mit denen, die wir Probleme hatten, waren die, die auch zufällig oder nicht, ich weiß es nicht, keine Führungserfahrung hatten. Es war sehr schwierig, dass in der Selbstorganisation diese fehlende Führungskompetenz mit den ganzen negativen unintended consequences anzusprechen. Und da finde ich da ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Also wir hatten bei der Diversität, hatten wir in unseren Projekten darauf geschaut, dass Leute auch aus verschiedenen Fachbereichen kommen. Also das war das eigentlich damals oder dort das erste Kriterium. Wir haben weniger gefragt, wer hat jetzt mehr oder weniger Führungserfahrung. Da haben wir auch verschiedene Leute natürlich waren drin, aber vor allem auch aus verschiedenen Fachbereichen. Es kommt natürlich darauf an, was das Team denn, wohin das geht oder wohin das was der Projektinhalt oder was der Change-Inhalt dann ist. Aber das kann verschiedene, auch Frauen und Männer, das ist ein Kriterium. Jüngere und Ältere ist ein Kriterium. Und wenn es natürlich dann ein internationales Unternehmen ist, dann eben auch verschiedene Herkünfte aus verschiedenen Ländern, Kulturen. Und kann das auch ein Kriterium sein. Es gibt natürlich viel. Alle kann man nicht immer berücksichtigen müssen. Ja. Gibt es noch anderes? Ja. Also ich denke, das ist einer der zentralen Erfolgsfaktoren. Und man kann sagen, Selbstorganisation braucht vielleicht noch mehr Führung. Also es braucht dann aber indirekte Führung, eben Kontextführung, also der Gestalten und Moderieren des Kontextes. Und das braucht sehr, sehr viel Sorgfalt und auch Wissen. Und ein Unternehmen kann das selten aus sich einfach raus selber machen. Das Know-how ist nicht da. Und da braucht es vielleicht einen Spezialisten nehmen, der sich da, oder Spezialistin, die sich da auskennt, es braucht dann vielleicht eine Außensicht für das System. Sonst gelingt das nicht. Das ist selten der Fall. Aber es ist eigentlich eine sparsame Intervention. Also die ist nicht sehr wahnsinnig aufwendig. Also da muss man nicht eine Organisationsentwicklung machen, die jahrelang dauert und weiß ich was, sondern kann man relativ selbst sein. Aber da braucht es vielleicht Anschub von außen. Aber gerade weil das so sorgfältig und bewusst gemacht werden soll, sonst eben fluktuiert das Team. Viele sagen, ja, jetzt machen wir Selbstorganisation, ihr seid jetzt das Team, jetzt überlassen wir euch und so, also so etwas. So, und das geht da gar nicht. Das ist ein Pfusch. Und es braucht dann auch Begleitung und Unterstützung. Braucht es auch. Also, genau. Ja, das braucht es sehr. Ja. Meine Erfahrung war, bei Holacracy waren die Spielregeln super klar. Aber was gefehlt hat, war so der Glue, so der Care-Factor. Weil bei Holacracy ist der vollkommen raus. Die nennen das dann alles Tribe-Space.
Und eigentlich Tribe Space ist in der Organisation sowas Künstliches. Man kommt zwar zusammen, aber man kommt nicht unbedingt zusammen, weil man Tribe sein will. Man kommt zusammen, weil man einen Job machen will in einer Organisation mit den verschiedensten Gründen und Motivationen. Also wir hatten wirklich gehofft, aus der Führung heraus, dass uns dass diese Verantwortlichkeit, taking care of the organization and the people, dass wir das abgeben könnten, dass wir entlastet wurden. Und ich muss sagen, also ich hatte einen ziemlichen Aha-Schrecken, als ich das dann losgelassen hatte, das dann auf den Boden krachte und wir wirklich durch 3 Monate total, alles Vertrauen war weg, auch alles Vertrauen war weg in uns, weil wir so fallen gelassen haben. Das war wirklich brutal, also wir mussten da erkennen, das braucht genau die gleiche Care von ein paar Leuten, die sich da investieren für die Organisation. Also man ist überhaupt nicht entlastet. Nur jetzt ist irgendwie, man hat dafür aber nicht mehr zu sagen als jeder andere. Also es macht es extrem schwierig, würde ich mal sagen. Also die Spielregeln alleine haben uns nicht geholfen. Es lag dann schlussendlich wirklich an, ja, the holding the space, das muss geschehen. Ja. Jetzt sind wir über die Zeit hinaus. Ich würde eigentlich gerne vielleicht einfach noch zum Abschluss sagen, wo Urs und ich herkommen. Wir kommen aus einem Netzwerk, das heißt agil.works. Und was uns Spaß macht, wir sind so eine kleine Gruppe. Wir beraten alle im Bereich Selbstorganisation, Agilität und so weiter. Und wir tauschen uns einmal pro Quartal aus, wo wir unsere Best Cases und Practice Cases zusammen reflektieren. Und das finden wir super, super spannend. Also wenn jemand Interesse hat, wenn jemand sich angesprochen fühlt, wenn jemand Fragen hat, kommt auf Urs oder auf mich zu. Wir nehmen das gerne auch mal so einen Quartalstreff rein. Wenn jemand Interesse hat, da auch mitzumachen, wir sind total offen. Also so viel vielleicht zu weiteren Schritten, Empfehlungen. Wir haben wirklich Spaß gehabt, hier was vorzubereiten für euch. Herzlichen Dank, also von uns her.